Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, meine Damen und Herren. Ich habe wieder illustre Gäste heute und ich freue mich wirklich sehr, dass endlich mal geklappt hat mit uns Frau Kuscher nach so vielen Versuchen. Ja. Aber schön, dass Sie da sind. Und einmal Dr. Carsten Lange, der Leiter von Telemann-Zentrum hier in Magdeburg und ein Weltgast. Zum zweiten Mal. Zum dritten Mal. Nein, zum zweiten sogar. Mal Bier in der Sendung mindestens. Ah. David Stern, meine Damen und Herren, ist hier heute in Ottos Wohnzimmer und hat mir gerade gesagt, der Kaffee hier in Magdeburg schmeckt hervorragend. Also das freut mich, dass Sie... Besonders bei Ihnen. Ja, Ottos Kaffee, also das ist immer gut. Frau Kuscher, Sie sind eine Mathematikerin. Mhm. Wie kommt man als Mathematikerin dann so als Staatsbedienstete in der Staatskanzlei und dann für das Protokoll zuständig? Das ist das Leben. Wie ist das? Braucht man richtig mathematische Fähigkeiten, dort das Protokoll zu leiten, die Ministerpräsidenten da zu lenken? Zum Beispiel, es gibt ein, es ist aber etwas Spaß, es gibt das Thema Rundreiseprobleme, die man mathematisch lösen kann. Mhm. Da gibt es richtige, große Arbeiten darüber. Formeln, klar. Und insofern habe ich die Ministerpräsidenten ja auf Rundreise geschickt. Insofern könnte man das verbinden, aber es ist Quatsch. Nee, ich habe Mathematik studiert, habe dann in einer Computerszene gearbeitet und dann kam die Wende und ich dachte, oh, vielleicht braucht ja die Landesregierung auch Computer und habe mich da beworben. Ganz normal beworben? Initiativbewerbung, ja. Und da ich im Gesundheitswesen arbeitete, dachte ich, okay, Sozialministerium wäre eine Variante. Und der Chef sitzt in der Staatskanzlei, also Staatskanzlei auch. Bin in einer Staatskanzlei gelandet, eigentlich dafür zuständig, die EDV aufzubauen. Gleich nach der Wende? 90. Und haben Sie die Computerabteilung aufgebaut? Ich hatte zu viele Ideen. Ja. Ich wollte gerne gleich... Vernetzung. Und mein Referatsleiter meinte, nein, Sie kaufen doch bitte jetzt Einzelplatzrechner bei dem und dem Händler. Und da habe ich gesagt, nee, das ist doch nicht die Zukunft. Und dann wollte ich eigentlich mit vielen Begründungen kündigen. Und dann kam ein Ministerpräsident und wollte die Frau sehen, die da einfach so kündigen will. Und dann bin ich in anderen Positionen in der Staatskanzlei gelandet, eine Zeit lang im Büro des Ministerpräsidenten und dann zum Protokoll gekommen. So ist der Weg. Wir verkürzen jetzt ein bisschen, weil unsere Sendezeit reicht leider nicht für ganz viele Geschichten, was Sie bestimmt erzählen können aus dieser Zeit. Sie haben sich irgendwann entschieden, im Vorruhestand zu gehen, obwohl man Ihnen das gar nicht ansieht. Ah. Also. Und Sie haben gleich ein Buch geschrieben. Ja. Sie sind im Domförderverein, muss man dazu sagen. Im Vorstand des Domfördervereins. Und Sie haben das Projekt betreut, meine Stufe im Domturm, in den Nordturm des Domes. Und vielleicht erzählen Sie, was das Projekt war überhaupt? Der Domförderverein gibt es seit 20 Jahren, hat viele Projekte schon gestemmt, letztendlich schon knapp 1 Million Euro eingesammelt von hauptsächlich Privatpersonen. Da sind wir stolz drauf. Bravo. Danke. Und ein Projekt war eben eine Stufe, meine Stufe im Nordturm, 430 Stufen, Spendenaufruf, jeder kann sich eine Stufe aussuchen. Die Stufen waren nicht mehr so begehbar. Lange Zeit durfte eigentlich niemand mehr da hoch, weil die Stufen hin waren. Eigentümer des Doms, Stiftung Dome und Schlösser, hat andere Prioritäten. Das Dach muss dicht sein, die Außenfassade ist wichtig. Insofern hatten wir uns das Projekt für 170.000 Euro vorgenommen. Und das hat dann sehr schnell großen Erfolg gehabt. 170.000 Euro ist nicht wenig darum, Geld, ist aber sehr, sehr schnell gegangen, wie viel ich weiß. 9 Monate haben wir nur gebraucht, das haben wir selbst nicht gedacht. Also insofern, das ist natürlich auch schön, wenn jeder sich seine Stufe aussuchen kann. Und das war dann meine Idee. Man hat ja einen Grund, warum man gerade Stufe 23 haben möchte. Und Sie waren die Anlaufstelle, darf man so sagen? Also die Leute könnten sich bei Ihnen melden und eine Stufe reservieren? Nee, das war eigentlich unsere Schatzmeisterin Frau Klinger. Okay. Ich kam eigentlich dazu durch eine eigene Geschichte, weil ich unbedingt eine Stufe haben wollte. Und dann habe ich mir überlegt... Welche war das? Welche ist es geworden? Die letzte vorm Himmel. Okay. 430. 430.
Und dann dachte ich, Mensch, ich habe einen Grund dafür gehabt und andere haben vielleicht auch einen Grund. Mit der Spendenbescheinigung haben wir rausgeschickt. Wer Lust hat, erzählt mir seine Geschichte. Und dann haben mir 50 Leute ihre Geschichten erzählt. Und so ist es ein Buch entstanden. Mhm. Ich habe es nicht mehr aus der Hand gelassen. Also es waren so viele spannende Geschichten dabei. Und welche ist Ihre Lieblingsgeschichte dabei? Oh, das ist ganz schwer. Das ist ganz schwer, weil es gibt lustige, da ist eine, die ich mag. Und es gibt auch sehr bewegende, die mich ganz persönlich betroffen haben. Also eine ehemalige Kollegin, die plötzlich die in meinem Zimmer stand und sagte, danke für deinen schönen Brief. Ich sag, was habe ich dir denn für einen Brief geschrieben? Ja, du sammelst doch für die Stufen Geschichten. Ich möchte dir meine erzählen. Und das war eine sehr traurige. Puh. Aber so haben Sie auch Jugendfreundinnen oder ganz viele wieder getroffen, ja. Nach 40 Jahren, ja, habe ich hier gelesen, eine ganz alte Freundin, die Sie aus dem Auge verloren haben, ja. Und wieder getroffen haben, einfach die Geschichte zu schreiben. Und ich bekomme jetzt auch noch von ganz vielen ehemaligen Magdeburgerinnen, so um die 85, aus ganz Deutschland Anrufe und Briefe, immer wieder. Die mir Ergänzungen mitteilen. Das heißt, es gibt eine Fortsetzung? Die alten Herrschaften bitten drum, denn die haben so viel zu erzählen. Aber, Sie haben trotzdem irgendwo im Herzen eine Geschichte hier, was Ihnen wirklich wichtig ist. Für diese beiden Herren würde ich jetzt gerne die Geschichte von Familie Siebert sagen. Darf ich Ihnen sagen, das ist die Stufe 59 und 60? Richtig. Und noch eine mehr dazugekommen. 232, glaube ich. Oh, gut, sehr gut. Ja, habe ich mich gut vorbereitet. Gelesen. Eine Geschichte hat er gelesen. Beeindruckt. Ja. Also, hat mit Telemann was zu tun. Genau. Kann man so sagen. Ja. Wollen Sie die Geschichte erzählen? Ja, wenn ich. Also, gern, bitte. Eines Tages kam ein Brief aus, jetzt müssen Sie es sagen, Duisburg, von einer Dame, die schrieb, das ist eine ganz tolle Idee, die Sie da haben. Ich habe Ihnen keine Geschichte zu bieten, aber ich lege Ihnen noch mal einen Scheck bei für eine dritte Stufe. Gut, das fand ich schon mal, fand ich gut. Und was dann, hat eine Stufe gekostet? 350 in Anführungszeichen. Nicht gekostet, aber. Man könnte dafür spenden. Genau. Aber wir sind auch offen bei der aktuellen Sache. Jeder kann auch mit 5 Euro spenden. Also wir haben auch Stufen dabei, wo dann viele 5 Euro Spenden zusammengesammelt wurden zu einer. Mhm. Nein, aber dann rief ich die Dame an, weil ich so, wow. Ich sage, Mensch, die haben doch bestimmt eine Geschichte. Ach, sagt sie, wir kommen, seitdem die Grenze offen ist, zu den Telemann-Festspielen und sind so begeisterte Besucher. Und wir waren irgendwann da, sind dann in den Dom gegangen, lasen den Aufruf und haben es halt gemacht. Also habe ich eigentlich Ihnen zu danken. Wunderbar. Wurde wie Telemann da was nach Magdeburg führt zurück. Genau, ja. Und so ist die ganze Geschichte entstanden. Und die haben die Patenschaft übernommen für diese 2 Stufen und noch eine dazu, 232, wie Sie schon gesagt haben. Telemann in Magdeburg ist schon nicht wegzudenken. Genauso wie die Ottos ist auch Telemann hier geboren und hier zu Hause. Es gibt auch ein Telemann-Zentrum, was sie seit Jahren leiten. Und dort wird Musik geforscht, wenn die Telemann-Festspiele organisiert und auch die Wettbewerbe alle 2 Jahre im Wechsel. Und in diesem Jahr haben wir wieder eine Festspiele. Ein Festspiel. Ja. Zeit. Wann beginnt es? Festspielzeit ist vom 11. März bis zum 20. März. Also wir haben hier schon das Programm, genau, von 11. bis 20. März Telemann-Festspiele in Magdeburg, die 23. Die 23. Magdeburger Telemann-Festtage, ja. So der genaue Titel. Also in diesem Jahr. Ist schon mittlerweile eine Institution, kann man so sagen. Es gibt es jetzt über ein halbes Jahrhundert. Ja. Und da kann man vielleicht von einer Institution sprechen, ja. Ich denke schon. Und hat ja auch viel auf den Weg gebracht, diese Institution. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man in der Musikgeschichte einen anderen Blick auf das klingende Werk von Telemann hat. Und über das klingende Werk lernt man auch die Persönlichkeit kennen und man hat einen anderen Zugang zu dem, der dahinter steht, hinter diesen Werken. Und ich finde immer, wenn Musikwissenschaft, und das war ja auch eine wichtige Verwurzelung oder ist ja eine wichtige Verwurzelung, wenn Musikwissenschaft so zum klingenden Hören beitragen kann und damit Sichtweisen auf Komponisten verändern, in diesem Fall auf Telemann, dann kann man sich nichts Schöneres vorstellen, als wenn diese Verbindung von Wissenschaft und Praxis so besteht. Wir haben nächstes Jahr auch ein Jubiläum, 250. Todestag vom Komponisten, genau. Von Telemann. Er ist
nicht in Magdeburg gestorben, sondern entlang der Elbe, darf man so sagen. Mit einigen Umwegen entlang der Elbe gelandet. Also in Hamburg. In Hamburg, genau. Und aber trotzdem, es ist ein Sohn der Stadt Magdeburg und wird auch gebührend nächstes Jahr gefeiert. Das haben wir vor. In der Kernzeit vom März bis Juni bereiten wir verschiedene Veranstaltungen in der Stadt vor. Aber wir schmieden darüber hinaus auch Pläne, die die Telemann-Städte etwas mehr zusammenrücken lassen. Also Projekte, die auch nach Frankfurt am Main oder nach Hamburg gehen oder Eisenach mit einbeziehen. Auch in Leipzig hatte Telemann wesentliche Dinge für das Musikleben vorangebracht. Und da gilt natürlich auch unsere Aufmerksamkeit hin. Und wir sind sehr dankbar, dass Telemann weit gereist ist. Bis südlich von Krakau hat ihn sein Lebensweg geführt und dann westlich bis nach Paris, sodass wir praktisch eine europäische Persönlichkeit mit Telemann die zu tun Verbindung haben. Ist da. Das ist eben für uns das Beeindruckende, dass er eben auch in diesen europäischen Dimensionen dachte. Und das ist auch solch ein Ideenquell für die jüngere Telemann-Rezeption, eben auch stark zu vernetzen, unter anderem mit Paris. Sie sagten Paris, ein Amerikaner in Paris. Lebt in Paris? Ja, ich bin der Einzige, ja. Ein Amerikaner lebt in Paris und kommt jetzt wieder zum dritten Mal nach Magdeburg, im Telemann erlebt mal zu machen. Also Telemann für mich ist eine große Figur für Musik, weil er man muss sagen, dass er untergeschätzt ist. Das ist sogar, also vielleicht mehr in Deutschland als in anderen Ländern, weil es gibt ein Missverständnis von Telemann. Zuerst, man muss sagen, dass natürlich man spricht immer von Bach und man spricht von Händel. Und Telemann war sehr populär, wenn er starb. Er war eigentlich mehr populär als Bach. Also man möchte es nicht, kein Vergleich machen. Also weil seine Lebzeit, weil er viel berühmter als... Viel als berühmter, ja. Aber er hat viel komponiert. Er hat viel komponiert. Und doch lange gelebt. Aber jemand hat eine Biografie kurz nach seinem Tod geschrieben und man schrieb, dass er ein Vielschreiber ist. Und dieser Vielschreiber-Titel ist irgendwie geblieben, leider. Und warum? Also ein Grund, warum er so viel geschrieben hat, weil seine zweite Frau hat viel im Casino gespielt und er braucht ein bisschen Geld, um das zu bezahlen. Okay, hey, live, das Leben ist das Leben. Ja? Trotzdem, als internationaler Musiker seiner Zeit, er hatte viel mehr Verständnis für Musik aus Italien, aus Frankreich, aus Polen, aus anderen Ländern, sogar als Bach und Händel. Also Händel ist nach Italien gegangen und ist italienisch geworden. Dann ist er nach London gegangen und ist Londoner geworden. Telemann war immer ein deutscher Komponist, aber sein Verständnis und sein Geschmack war so subtil, dass er könnte wirklich das vermischen. Und ich möchte einfach sagen, dass es war sehr oft mehr interessant, eine Mischung, als seine anderen Kollegen. Und dazu für mich, Telemann ist ein europäischer Komponist, wo Händel ist italienisch oder Englisch. Bach war natürlich deutscher Komponist. Telemann war wirklich der erste wichtige europäische Komponist seiner Zeit. Er war natürlich von seinen Kollegen, in Anführungszeichen Händel und Bach, auch sehr geliebt und sehr geschätzt. Ist auch zitiert worden in vielen Kompositionen. Ah, natürlich. Also haben, ja. Die haben alle geklaut, alle vom anderen. Also, ja. Geklaut ist jetzt zu viel. Ja. Das ist nicht poetisch. Nein, aber für damalige Zeiten war eine Ehre, jemanden zu nehmen. Und genau. Ja, das war normal. Das war eine normale Praxis. Ja. Es gab auch kein Urheberrecht damals, muss man sagen. Man hat schon reflektiert, was die anderen machen. Und Matheson hat mal geschrieben, dass man durchaus zitieren darf, aber man muss mit Zinsen zurückgeben. Ah. Also, das ist ein interessanter Aspekt. Ja. Das war nicht immer gefolgt, aber es war eine gute Idee. Aber das ist eine hübsche Idee. Aber was ich liebe, ist, dass es gibt, wir haben Briefen zwischen Händel und Telemann. Das war eine strenge Freundschaft. Strenge Freundschaft. Und
was haben die zuerst, in welcher Sprache, Französisch, und was haben die diskutiert? Blumen. Ja. Hauptsächlich Blumen. Die waren beide Blumen. Nicht Musik, und der Händel sagte, ich schicke Ihnen den fantastischen, wie sagt man das? Samen. Körner, ja. Genau. Und du wirst die schönste Garten, das schönste Garten in Norddeutschland haben. Und es ist fantastisch. Und man hört das in seiner Musik von Telemann. Man hört eigentlich eine internationale Luft und muss sagen, eine große französische Einfluss. Also wir haben viel darüber diskutiert, Carsten und ich, über dieses Thema. Aber das wüsste ich vor, dass, also von meiner Musikwissenschaftler-Perspektive hörte ich das in dieser Musik, weil als wir kamen vor vier 2010. Jahren, 2010, ja, sechs Jahren, mit Orpheus von Telemann, dreisprachiger, also auf Deutsch, auf Italienisch, auf Französisch. Es war so klar, dass so viel von seiner Musik eigentlich muss man als französische Musik spielen. Ganz und genau, nicht ja. als deutsche Musik. Ja. Und ich möchte sagen, dass ich glaube, dass sehr oft man hat diese Idee, dass es gibt was massiv von Telemann. Das ist dieses massive, es hat nichts, es hat alles diese Leichtigkeit von Paris zu tun. Und durch diese, ja, diese Idee, dass das gibt ein besonderes Parfum von dieser Musik, habe ich immer Telemann sehr gern dirigiert, musiziert. Und muss sagen, dass also mit dieser Verständnis und Kooperation mit Carsten und Telemann Zentrum haben wir öftermals mit meiner Gruppe in Paris Telemann gespielt. Sie sind dieses Jahr am 12. März und mit einer großen Premiere. Genau. Darf ich dazu sagen, ich weiß, ich habe mal gelesen, in Hamburg wollte man diese Oper verbieten. Der Prediger ja. von der Michaelis-Kirche, von der Michel, hat gesagt, wenn ihr da hingeht zu dieser Oper, da werdet ihr aus der Kirche. Weg. Ja. Ist das so? Ja, doch. Also eigentlich ist das total, man versteht das von erster Sekunde an. Ja. Also diese Geschichte ist einfach sexy, ja? Es ist eine Mischung zwischen Sommernachtstraum. Ja. Es gibt Sommernachtstraum, es gibt manche Sachen, also ich sage nicht, die sind nicht zitiert, aber eine Inspiration ein bisschen von Sommernachtstraum, von Zauberflöte gibt es Sachen, natürlich, Zauberflöte wird noch nicht geschrieben, aber in diesem Sinn von Fantasie und dann auch Sex-Comedy. Und das alles zusammen macht wirklich was Lebendiges. Es ist für die lustig. Damalige Zeit war damals, es war wirklich, und es wird auch an der Grenze hier, weil es muss sein. Es ist nicht ein Periodestück, es ist ein Stück, das spricht in jedem Zeitpunkt, ja. weil es so modern sein kann. Also die Untertitel ist der moderne neumodische Liebhaber. Und wird auf Französisch gesungen? Es wird auf Französisch parfümiert. Parfümiert. Aber es ist natürlich auf Deutsch gesungen. Okay. Und es wird wirklich lustig. Es wird eine schöne Aufführung. Also wir sind alle sehr, sehr gespannt, wie es wird. Aber musikalisch bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Höhepunkt wieder sein wird, wenn Sie hier sind und wenn Sie das dirigieren. Ich muss sagen, diese Musik ist Spitzenmusik. Es ist wirklich, ist so ein angenehm für mich, für die Sänger und alle, zu dieser Musik zu arbeiten. Es ist ein Juwel. Also die Oper heißt Damon und wird ab 12. März hier im Opernhaus zu erleben sein. Und dann geht die Produktion nach Paris. Wir arbeiten drauf, wo wir das mitschleppen können. Ich möchte gern das überall hin wieder spielen. Und wir werden sehen, wir haben gute Ideen und Kontakte. Und Leute werden aus Paris hier nach Montabaur kommen, um das zu beobachten. Es werden auch einige Journalisten erwartet, sodass man sehen kann, wenn das jetzt... Internationale Journalisten, muss man dazu sagen. Aus Paris und Frankreich für französische Opernzeitschriften. Und da das Stück wirklich ein wunderbares, von der Musik her und auch von der Inszenierung sicherlich Aufmerksamkeit erregen wird, da werden wir schon darauf hoffen, dass da auch dass Aufführungen in Schlepptau sind.
Frau Kuscher, trauen Sie sich hinzugehen? Das hört sich geheimnisvoll an. Aber natürlich traue ich mich hinzugehen. Ja, also Sie sind sowieso oft im Opernhaus. Ich habe Sie dort oft gesehen. Können wir nochmal zurückkommen auf den Domförderverein? Aber gern. Domförderverein, Sie sagten selber, 20 Jahre ist es hier, hat ganz viele Projekte initiiert, aber jetzt gerade ist dabei, den Lettner wieder erstrahlen zu lassen. Darf man so sagen? Genauso darf man es sagen. Ja, was passiert da? Erzählen Sie mal. Aktuelles wo Projekt. Wo brauchen Sie noch Unterstützung? Money, money, money. Wer braucht das nicht? Ja, ne? Genau. Telemann hat auch gebraucht. Ja, genau. Für seine Frau, die ja, viel die gespielt Frau, hat. Ja, vielleicht spielen wir mal ein bisschen mit uns. Nee. Nein, also der Lettner. Blackjack. Viele wissen ja gar nicht mehr, was ein Lettner ist. Das haben wir also versucht, durch die Assistent Medien Lettner, zu verkaufen. Vielleicht die Zuschauer wissen auch nicht alle. Können Sie das nochmal erklären? Das ist in Kirchen die Trennung zwischen dem hohen Chor und der eigentlichen Kirche. Also in alten Zeiten betete man ja getrennt. Also die, die hohen Herren saßen in ihrer Seite und das Volk auf der anderen Seite. Und in der Zeit der Reformation wurden sehr viele von diesen Schranken zerstört. Und der Magdeburger Dom hat eben noch eine wunderschöne mit ganz vielen heiligen Figuren drauf. Und der ist halt sehr brüchig an manchen Stellen. Man sieht es nicht so genau. Das ist halt runtergekommen in diesen vielen 100 Jahren. Und da haben wir uns jetzt ein Ziel gesetzt, das ein bisschen höher noch ist als mit den Stufen. Also ungefähr vor einem Jahr. Vor einem Jahr haben Sie das gestartet. Vor einem Jahr haben wir gestartet, brauchen jetzt aber 270.000, nicht mehr 170.000. Und insofern, wie viel haben Sie schon? Ne, um die 85.000 haben wir nach einem Jahr. Da ist ein bisschen Spielraum. Richtig. Aber wir denken, wo kann man sich wenden, wenn man was spenden möchte? Magdeburgerdom.de, da findet man alles. Also der Förderverein ist im Netz zu genau, finden. Genau, wunderbar. Und wo fängt die Spendenbereitschaft an? Wie fünf kann man Euro, mit 5 Euro? 3,50 Euro, ja. Also wir ist nennen das überlassen. Ein bisschen hochtrabend, mein Stein für die Ewigkeit. Da sind ganz viele Steine, man kann sich also nicht einen Stein aussuchen, das wäre für uns von der Verwaltung her viel zu kompliziert, sondern in einem Segment, in dem Segment vom heiligen Mauritius oder in dem von der Katharina, kann man sich ein Stein symbolisch aussuchen und wird dann irgendwann auf einer langen Schriftrolle verewigt, die dann unter dem Lettner im Boden versinken wird. Und in 500 Jahren kommt irgendjemand und sagt, Dr. Lange hat auch gespendet. So ist es. Wenn Sie darüber auch ein Buch schreiben? Nein. Vielleicht gibt es da auch Geschichten, was man erzählen kann. Ich denke, das ist eine einmalige Sache, die hat auch bei mir eine Herzenssache gewesen. Aber wenn Sie sagen, Sie haben jetzt schon so viele Geschichten noch zusätzlich bekommen. Aber das hängt alles mit den Menschen zusammen, die da gespendet haben, weil da sind viele ältere Herrschaften, die so unwahrscheinlich interessante Geschichten haben. Aber vielleicht gibt es eine Vorsetzung. Nee, es gibt eine ganz andere Idee. Und die wäre? Ach, weiß ich noch nicht. Oh, machen Sie das so spannend. Nein, das klingt ruhig erzählen, hört keiner zu. Ja, völlig wir sind klar. Ja nur zu viert. Also? Nee, ist noch wirklich in der Entstehung. Ganz, ganz weit weg. Das Buch kann man auf jeden Fall im überall. Dom finden. Im Dom auf jeden Fall, bei Herrn Wahle, überall. Oder im Buchhandel, auch überall. Bei Amazon auch, habe ich gesehen. Falls man aber im Dom wäre es natürlich am besten. Weil man dann gleichzeitig in den Dom gehen kann, und auch den die Lettner Stufen sich angucken kann. Nochmal erschränken, also 430 ist auch eine Leistung. Waren Sie schon mal oben auf dem Dom? Ich war nie oben, also ist es unverschämt, aber jetzt dieses Mal habe ich schon gesagt, vor heute nicht. Sie sind eingeladen, ich führe Sie, danke. Ganz allein. Ah, Sie kriegen vielleicht darf ich ja mitkommen auch noch. Okay. Sie kriegen dann wie viele bezahlt. Ich muss das machen, das ist ein toller Blick auf dich. Nee, ernsthaft, also das machen wir gern. Für unsere Spender sowieso, die kriegen jederzeit eine Führung. Wir haben schon ein paar Stufen gespendet, dadurch können wir auch auf unsere Rechnung her. Er braucht nicht zusätzlich. Nein, er muss gar nicht. Man weiß nie. Was passiert noch bei der Telemann-Festtage dieses Jahr? Also wir haben einen Höhepunkt gehört. Wir haben einen gehört, es kommen viele andere. Wir haben im Hauptprogramm 24 Veranstaltungen. Und Klaus Mertens. Klaus Mertens zum Beispiel ist dabei, das Freiburger Barockorchester. Er hat auch den Preis bekommen. Da komme ich gleich zu, wenn ich mal ein paar Orchester. Vorlaut! Freiburger Barockorchester und die Gechinger Kantorei begrüßen wir. Und natürlich wird das Galakonzert mit Klaus Mertens am Sonntag, den 13. März um 11 Uhr im Rathaus, ganz großartig werden. Er wird einen breiten Einblick
geben können in sein Repertoire. Er hat ja eigentlich vom Liedgesang bis ein großartiger Oratoriensänger, der einzige Oratoriensänger, der sämtliche Bach-Kantaten eingespielt hat, der jetzt lebt. Und das sind also internationale Größen, die dann uns vor allen Dingen immer wieder langjährige Partner auch sind. Der hat eine unwahrscheinliche Anzahl von wunderbaren Telemann-Einspielungen gemacht und bringt genau auch das mit, was David Stern vorhin so gut beschrieben hat, diese Sensibilität für die Musik, dass man also, das sieht manchmal so einfach aus in den Noten, aber dass man diese Sprache so artikuliert, dass sie auch den Zuhörer erreicht und auch den Sensus Verborum, also diese Sinnhaftigkeit der Sprache verdeutlicht. Da ist er ein wunderbarer Interpret und wir sind froh, dass er den Preis entgegennimmt und hier mit einem Konzert uns erfreut. Darüber hinaus? Darüber hinaus versuchen wir alles, um dem Publikum und dem geschätzten Hörer verständlich zu machen, was den Konzertbegriff und Telemann miteinander verbindet. Also auf der einen Seite dieser forsche Unternehmer, der sehr neugierig ständig neue wirtschaftliche Bereiche erschloss, aber immer sehr hochintelligent, immer verbannt mit den Möglichkeiten, die er mit der Musik in den einzelnen Bereichen des Musiklebens bewirken konnte. Also er war ein Unternehmer, der einen Verlag hatte, der Konzerte veranstaltete, der sich also praktisch, wenn man so will, mit der Einnahmenseite der Musik genauso beschäftigte wie mit dem Input, den Musik braucht vom Geist her. Also beschäftigte sich mit den italienischen Formen in Deutschland, kombinierte das mit dem Französischen. Das hörten wir ja, diese wunderbare europäische Vermischung. Und das macht ihn eigentlich so einzigartig. Finde immer noch lebendig, finde ich. Lebendig jetzt. Und ist auch immer für uns ein gutes Muster als Persönlichkeit, dass man sich eben nicht zu einseitig durchs Leben bewegt, sondern dass man überall mal in verschiedene Ecken guckt, was man da doch einbringen kann in das, was man neu eruiert. Und da ist er also eine mustergültige Persönlichkeit für uns. Und wir sind sehr dankbar, dass diese Internationalität auch heute ihre Tragweite entwickelt. Denn für die Oper hat der französische Botschafter die Schirmherrschaft übernommen. Wir haben ein wunderbares italienisches Projekt dabei, wo wir also den Transport der italienischen Musik durch italienische Musiker beziehungsweise durch Italiener, die in Deutschland lebten, versuchen zu vermitteln. Und da ist das italienische Kulturinstitut in Berlin dabei, sodass wir also praktisch ganz auf Faden Telemann uns bewegen mit diesen Dingen. Und die Chance nutzen für Magdeburg. Ja. Sie sind zum dritten Mal hier, wird auch ein viertes Mal geben? Gibt es schon Pläne? Wir haben schon vorgeplant. Ich bin Vorsitzender des Jurys von dem 8. internationalen Thema. 8. internationale Wettbewerbe. 2017. So, das ist ja nächsten toll. März würde ich auch dann hier sein. Ja. Sie waren jetzt dreimal in Magdeburg. Können Sie so ein bisschen sehen, wie Sie Magdeburg früher in Ihre Augen gesehen haben, wie es heute aussieht, wie hat sich Magdeburg ein bisschen verändert? Ist er ein bisschen internationaler vielleicht geworden oder schöner oder vielleicht auch nicht so schön? Also haben Sie Zeit überhaupt? Katharina Turm, mit Telemann im Hintergrund. Es ist sehr schön natürlich hier, aber auch draußen, es ist alles renoviert und es ist alles viel, viel schöner, als es war in 2010. Also das ist schon merkwürdig. Und ich finde, dass es gibt eine Lebendigkeit im Stadtmittel, das eine neue Energie. Ich war bei diesem Restaurant Zentralcafé. Café Zentral. Das ist, ich glaube, ziemlich neu geöffnet. Und ich finde es toll. Und es gibt eine schöne Restaurants. Und ich finde es gibt eine Lebendigkeit. Man kann auch Französisch essen auf dem Brett. Und sprechen auch. Also, sowieso. Es gibt sicher eine schöne Luft. Internationale Luft hier in der Stadtmitte, dass ich. Und Sie haben auch ein bisschen Zeit, sich die Stadt anzugucken. Man denkt es, aber man arbeitet wie ein Tier und ich kenne sehr gut mein Hotel in Ratzberg und das Haus Opernhaus da. Und den Weg dazwischen. Und ja, natürlich soll ich und darf ich und da. Aber es ist, wenn man arbeitet an Oper, gleichzeitig vorbereitet man andere Projekte und Zeit ist zu. Also dieses Mal muss ich mehr
einfach besser. Also Sie haben gehört, Frau Kuscher wird Ihnen eine exklusive Domführung anbieten. Eine Stunde. Und wenn es, wenn es dieses Jahr nicht mehr schafft, wir haben auf jeden Fall nächstes Jahr die Gelegenheit, das zu machen. Ja, genau. Natürlich. Da wirst du länger hier sein, da hast du ein bisschen... Ja, dann habe ich... Also nicht länger, aber zum Beispiel zwischen die beiden, also wir spielen zwei Wochenende und inzwischen muss ich nach New York fliegen, um Zauberflöte vorzuproben. Und dann komme ich zurück und dann fliege ich 10 Minuten später nach der letzten Aufführung wieder nach New York. Und es ist leider unser Leben. Als Musiker ist man immer unterwegs. Musiker, das ist, hat man überhaupt noch ein anderes Hobby? Haben Sie noch einen Ausgleich zu der Musik? Können Sie noch was anderes machen? Haben Sie überhaupt Zeit für was anderes zu machen? Ich weiß, Sie also haben zwei ständig Kinder. Ist, also Sie haben zwei Kinder. Und, aber meine Kinder sind nicht ein Hobby. Meine Kinder sind meine Leidenschaft. Ja. Wie alt sind Ihre Kinder? Leben. 20 und 18. Und die 20-Jährige singt. Sie ist Mezzosopran und sie ist Studentin in London. Und aber auch macht auch Literatur und sie ist eigentlich, ja, sie schreibt sehr, sehr gut. Und ihre Schwester ist im letzten Jahr zu Hause in Paris, wird wahrscheinlich nach London nächstes Jahr gehen. Und meine Frau ist Violinistin? Ja, Violinistin und sie ist Konzertmeisterin des Orchesters und sie kommt. Also vielleicht dann wartet, bis sie hier ist und dann kommen wir zu zweit. Also ist eine Familiengeschichte. Also Magdeburg ist in Ihrem Herzen schon ein bisschen... Es ist einfach ein bisschen so. Ja, doch. Gewachsen, doch. Sagen wir mal so. Und wir haben uns seit so lang kennengelernt und das ist durch diese Freundschaft, dann fühle ich mich ja mal nach Hause, wenn ich zurückkomme. Können Sie kochen? Ah, natürlich. Was können Sie? Alles. Also ich muss sagen, wenn ich ein Hobby habe, es ist Kochen, ist mein Lieblingssache zu tun, weil es ist so viel einfacher und schneller als konnte Ihr Musik, Vater kochen? Mein Vater könnte ein paar Sachen sehr gut kochen, aber nur ein paar Sachen. Und was war das? Zum Beispiel Borscht. Er macht ein schönes Borscht, er macht also große Sachen mit vieles Fleisch. Er war ein großer Fleischkocher. Feines Fleisch. Nicht immer so fein, es war mehr massiv als fein. Ich habe was für Sie, als kleine Anregung. Mhm. Ich habe im Opernhaus auch eine Kochsendung, wo ich immer mit Prominenten koche. Und wenn sich das ergibt, vielleicht können wir noch mal... Also prominent bin ich nicht, aber ich bin viel... Also ich denke, dass ich viel besser bin, als ich eigentlich bin. Also ein paar Anregungen für Sie. Das wäre sehr schön. Da sind sehr schöne Rezepte dabei. Fantastisch. Und nicht nur die Rezepte, da sind auch die Videos dabei. Sie können mit einem QR-Code sich die Videos auch noch angucken. Schön. Und natürlich für Sie... habe ich auch noch mal Buch, ein Kochbuch. Vielleicht kriegen Sie noch mal ein paar Anregungen. Unsere Zeit ist vorbei, leider. Es ist und meine Geschenke werden nicht mehr los. Und ich habe natürlich für Herrn Stern auch noch eine Erinnerung an Telemann und Magdeburg natürlich. Es ist was ganz Neues auf dem Markt, was wir haben. Und das ist so vielleicht als kleine Andenken für Sie, das ist meine nett. Damen und Herren. Frau Kuscher verteilt uns auch noch Geschenke. Ja. Oh, das jetzt kriegen Sie keins, jetzt kriegen die beiden Herren das. Oh, das finde ich gut. Das sind alte Steine aus dem Dom. Oh ja. Oh, wow. Also ganz echt alte. Ja, das ist eins habe ich noch, die hatte ich eigentlich, aber dann neu. Dann nehme ich das. Eine schöne Überraschung. Also, ein Stein aus dem Dom. Ja, wenn wir... Hoffentlich kriegen Sie das bestimmt voll. Sie können das zerreißen. Das ist meine Stufe wieder nach Magdeburg. Sie haben noch, ja. Also, meine Damen und Herren, Steine aus dem Dom. Vergessen Sie nicht die Telemann-Festtage zwischen 11. und 20. März. Schön. Überall in der Stadt, in der Telemann-Festhalle, im Gesellschaftshaus und natürlich im Opernhaus hier in Magdeburg. Und natürlich die großartige Oper mit einem großartigen Dirigenten, Damon, am 12. März. Ich freue mich, dass Sie da waren. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben, mit uns hier einen Kaffee zu kriegen. Vielen Dank für die Einladung. Mit Otto natürlich. Ja. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen nächstes Jahr, wenn Sie da sind. Und ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie zugeschaut haben. Vergessen Sie nicht, Telemann ist ein Sohn unserer Stadt. Gehen Sie hin, erleben Sie großartige Musik. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Danke Ihnen. Vielen Dank. Danke. Ganz toll.